Tornado Stream! Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado Stream. Heute zeige ich euch, wie man von einem Headset den Bügel mit Pappmaché reparieren kann. Und zwar hole ich erstmal mein Headset her. Hierbei handelt es sich um das Triton Pro. Ja, und jetzt zeige ich euch erstmal, was das Anliegen ist. Den Autofokus raus. Ich habe nämlich an meinem Headset ein paar üble Schäden. Es ist mir leider ein, zwei Mal aus der Hand gefallen. Das Headset ist ein Jahr alt. Ungefähr. Und durch diese Risse hat es wirklich auch an Stabilität verloren. Und ich zeige euch noch den Riss hier. Der. Oh nein! Oh nein! Verdammt! Ach du Scheiße! Jetzt habe ich wirklich übertrieben und jetzt habe ich wirklich ein Problem. Oh, jetzt habe ich wirklich ein Problem. Machen wir das da wieder rein und hoffen und beten. Oh Mann, ey, das ärgert mich jetzt wirklich, ganz ehrlich. Oh. Jetzt muss ich erstmal wirklich Luft holen. Also wie gesagt, ich habe für dieses Headset 160 Euro gezahlt damals. Und da habe ich wirklich überlegt, ey, ich muss jetzt wirklich die Fassung halten. Ey, das gibt's nicht. Rein da. Ja? Okay. Also, ich habe überlegt, wie kann ich es reparieren? Erst wollte ich ein neues kaufen. Aber da habe ich mir gedacht, nee, das mache ich nicht. Und da bin ich halt, nach langem Nachdenken bin ich zu den Resultaten gekommen. Ich werde das mit Pappmaché reparieren und das funktioniert auch. Mist, dass das jetzt passieren muss, ja. Das ist ja wirklich ärgerlich. Jetzt bloß das Ding zur Seite legen, damit das auch nicht noch weiter kaputt geht. Oh. Okay. Also ganz kurz und knackig, ich erzähle euch jetzt, was ihr für Materialien dafür braucht. Also ihr braucht dafür Papier fürs Pappmaché. Alles wird natürlich jetzt hier eingeblendet. Also nochmal Papier fürs Pappmaché. Pappe, erkläre ich später, warum ihr Pappe braucht. Dann braucht ihr Schleifpapier, Klebeband, eine Schere, einen Schraubenzieher, einen Cutter und Holzleim natürlich. Und für den Holzleim braucht ihr eine Schüssel. So, das war's an der Stelle. Also lasst uns loslegen. Und ich bin mal jetzt nicht so gefrustet. Also ey, Schicksal ist das. Also es geht los. So, der erste Schritt, den ich euch zeige, gilt ausschließlich für dieses Triton-Headset. Legt es in diese Position und schnappt euch jetzt das Cutter und holt hier erstmal diesen Gummistoppen raus, sonst kommt ihr an die Schraube nicht ran. Genau, immer schön vorsichtig. Holt ihr da raus, die olle Schraube. Dann das Cutter schön ransetzen und in die Rille rein, weil ihr müsst jetzt dieses Kunststoffteil abhebeln, weil sonst kommt ihr nicht an dieses Kopfpolster ran, weil das müssen wir jetzt schließlich entfernen. Anders kommen wir da wirklich nicht ran. Seid bloß vorsichtig, das ist alles Kunststoff. Nicht, dass das euch irgendwie wegreißt. Schön vorsichtig. So, jetzt habt ihr das da rausgeholt. Jetzt hebelt ihr von links nach rechts halt das Polster raus. Zieht es raus, aber mit Geduld, nicht zu schnell, sonst reißt das einen. Hier in meinem Fall sieht man schon ein bisschen, ich war zu schnell. Da sieht man schon, wie diese Seitendinger sich biegen. Aber was soll's. Ist halt das erste Mal. So, jetzt haben wir das Teil. Das kleben wir natürlich nachher wieder ran. Jetzt bauen wir diese Kunststoffteile wieder ran, weil wir werden sie ja im nächsten Schritt überschleifen. So, ran wieder. Wieder festschrauben. So, nächster Schritt. Jetzt nehmt ihr euch das Stück Pappe, weil wir müssen nämlich den Bügel an unseren Kopf anpassen. Die Pappe hat gleichzeitig den Effekt, dass sie quasi diese Stelle ausfüllt, weil wir müssen ja nachher da auch mit Pappmaché rüberkleben. Fixiert das mit Klebeband. Genau, von allen Seiten. Da wird einfach nachher drüber geklebt, das Pappmaché. So muss das dann aussehen, von beiden Seiten, genau. Aber in meinem Fall brauche ich das nicht, weil ich habe diese Standardkopfgröße, deswegen kann ich auf diesen Schritt verzichten. So, jetzt nehme ich den Finger als Maß, ziehe eine kleine Markierung, nehme das Stück Pappe und mache hier mir eine Orientierungslinie, weil bis dahin schleife ich nur. So, jetzt wie ein Eumel losschleifen, schleift wie die Bekloppten. Übrigens, das kann man auch mit Metall machen oder anderen Materialien. Schleift bloß überall, damit der Leim auch richtig haften kann. So, jetzt das Papier, was ihr ja zerrissen habt. Haha, super. Schnappt euch die Schüssel, nimmt den Holzleim, schraubt es schön auf, gießt das da rein. Und jetzt müssen wir den ganzen Mist verdünnen, weil der Leim ist einfach zu dickflüssig. Verdünnt das richtig. Das muss richtig fast flüssig sein, damit das Papier das richtig schön aufsaugen kann. Ja, genau. Schön die Schere auch sauber machen. So, in meinem Fall habe ich ja gesagt, brauche ich diese Abstandshalter nicht. Ich klebe es einfach so mit Tesafilm zu. Das überschleife ich einfach. So, die Muscheln ab, damit wir uns nicht vollsauen. Eigentlich hätten wir die Muscheln dran lassen können, egal. Aber wir wickeln das trotzdem jetzt nochmal in Folie ein und oder ihr könnt auch, wenn ihr wollt, dazu Aluminiumfolie nehmen. Was ihr auch immer da habt. Shit happens. So, schön einwickeln.
Weil das ist nämlich eine echte Sauarbeit. So, jetzt den schönen Schnipsel. Rinnen in die Tunke. Schön einweichen. Und klebt Schicht für Schicht. Die ersten zwei, ich würde sagen zwei Schichten. Also ich habe in dem Fall habe ich zwei gemacht. Doch, ich habe zwei gemacht. Und klebt euch so Schicht für Schicht von links nach rechts. Macht das in Ruhe und achtet darauf, dass ihr auch so wie hier einen Stift drunter legt, sonst klebt euch da das Headset nachher auf der Decke fest, auf eure Schutzdecke. Achtet schön, dass ihr auch überall in alle Rillen reinklebt und macht diese Nasen da weg. In Anschluss lasst ihr das Ganze einfach über Nacht trocknen. Am nächsten Tag schleift ihr alles schön an mit dem Stück Schleifpapier, schön anrauen und klebt weitere zwei Schichten. In meinem Fall waren es dann am Ende insgesamt fünf Schichten. Also beim ersten Durchgang hatte ich zwei und jetzt hier in diesem finalen Durchgang hatte ich drei. Also insgesamt fünf. Das ist auch nachher, wenn das hart ist, knochenhart. Also das ist stabiler als original, sage ich euch Leute. Auf jeden Fall, es lohnt sich. Allerdings braucht ihr dazu ein bisschen Geschick. Also deswegen, also wenn ihr da so richtig zwei linke Hände habt, dann solltet ihr euch also richtig konzentrieren, weil das ganze Ergebnis soll ja auch schön sein, oder? Aber das kriegt man schon hin. Einfach das Video ein paar Mal anschauen und dann geht das schon. So, schön überall kleben, auch drinnen. In meinem Fall lasse ich das schön weiß, weil ich das schön edel finde, so clean. So, schön nochmal drum kleben, den ganzen übrigen Kleber abstreifen. Na, geht doch. Und jetzt lasst es einfach trocknen. Jetzt schnappt ihr euch das Polster und schneidet das an der Kante lang, so dass ein halben Millimeter überbleibt. So ungefähr, genau. Schneidet das drumherum, weil das kleben wir jetzt wieder ein. Dazu könnt ihr Heißkleber nehmen oder wie in meinem Fall Powerstrips. Ich habe mich für Powerstrips entschieden, da es einfach schneller geht. Obwohl Heißkleber geht auch, aber Powerstrips sind, sag ich mal, sehr stabil und deswegen habe ich die genommen. Und außerdem hatte ich nur Powerstrips da. Und wir sind am Ende angelangt und ich möchte euch gerne noch das Headset präsentieren, was ich mit Pappmaché repariert habe. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Ja, also ich habe mich jetzt entschlossen, das Headset in weiß zu lassen, weil ich in Zukunft noch mit Greenscreen arbeiten möchte und das wäre jetzt nicht mehr vom Vorteil, wenn ich das farblich mache. Ihr könnt natürlich das gestalten, wie ihr möchtet. Ihr könnt hier Stoff drüber kleben oder es rot machen oder blau anmalen oder eine Holzmaserung malen, was ihr auch immer möchtet. So, jetzt machen wir nochmal den Tragekomforttest. Sitzt gut. Wirklich gut repariert. Einen Haufen Kohle gespart. Also wenn man sich auf sowas einlassen kann, dann ist das vielleicht eine Lösung. Weil ich bin nicht der Freund von der Wegwerfgesellschaft. Ich bin immer dafür, mal Sachen auch zu reparieren und nicht einfach neu zu kaufen. Tja, das war's an der Stelle und ich möchte mich bei euch verabschieden. Könnt ihr einen Kommentar nochmal da lassen. Macht's gut, euer Tornado. Ciao.